Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Lirien, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie sollst du dich verhalten? Du und dein Sohn, ihr liebt euch, aber es gibt immer wieder mal Spannung zwischen euch beide. Und das schauen wir an bei dieser Legung. Wie soll das weitergehen und wie sollst du dich verhalten? Diese Karte hier in die Mitte beschreibt die Hauptthema. Dieser junge Mann symbolisiert dein Sohn. Und er hat was zum Bieten. Er hat was in Hand. Und diesem goldenen Kelch symbolisiert die Gefühle. Er liebt dich. Aber dieser junge Mann vermittelt noch etwas. Das ist wie ein Neuland. Er muss damit erstmal klarkommen. Er muss das kennenlernen. Er macht gerade Lebenserfahrungen und das hat mit Gefühlen was zu tun, weil er muss dieses Wasserelement auch erstmal kennenlernen. Für ihn ist das auch neu. Er macht gerade Lebenserfahrungen in diesem Gebiet. Für ihn ist das noch ein Neuland. Er muss damit vertraut werden. Und hier handelt es sich um Gefühle. Erstens seine Liebe zu dir. Zweitens lernen mit anderen Gefühlen wie Wut auch klarkommen. Das im Zaum halten. Aber mit der Zeit wird es schon besser. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir eine heilige Person. Und er schwört auf etwas. Und auf seinen Worte kann man vertrauen. Und zurück zur ersten Karte, wo ich gesagt habe, dein Sohn liebt dich. Auf diesen Worten kannst du vertrauen. Diese Heilige beschwört das. Diese Heilige vermittelt dir diese innige und vertraute Verbindung zwischen euch beiden. Und das ist heilig. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte symbolisiert die Kraft. Und du brauchst diese Kraft. Und zeigt, wie sollst du damit umgehen. Wenn er dich verletzt, dann zeigt diese Löwenkraft. Und du darfst es erlauben, mal brüllen und etwas lauter werden. Du musst ihm auch mal Grenzen setzen. Aber ansonsten bleib im Hintergrund, so wie diese Dame das auch zeigt. Ganz filigran und elegant ist auch Kraft. Und das bedeutet die inneren Kraft. Bleib in Ruhe, in Gelassenheit. In Ruhe liegt die Kraft. Und lächeln ein bisschen auf sein Benehmen. Nimm das bitte nicht persönlich. Und du musst diplomatisch sein, je nach Situation. Es klingt vielleicht widersprüchlich, mal in Angriff zu gehen und mal zurückhaltend sein. Aber beides symbolisiert die Kraft. Und das hast du auch. Du kannst mit ihm umgehen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir die Kelchen und das symbolisiert das Wasserelement und das bedeutet Gefühlen. Ihr habt Gefühlen füreinander,
Du liebst ihn, er liebt dich auch, soweit ist alles in Ordnung. Aber es gibt auch andere Art von Gefühlen, wie zum Beispiel Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl oder auch Wut. Und mit diesen negativen Gefühlen stoßt an euren Grenzen, was die Zahl 9 symbolisiert. Ihr müsst jetzt aus den Grenzen hinaus wachsen, damit der nächste Schritt kommen kann. Und das wäre die Zahl 10, ein Neuanfang, eine neue Periode, eine andere Energiefeld zwischen euch beiden. Was du tun kannst, diesem Kelchen mit deinem eigenen Traum, mit deiner Vorstellung füllen und daran glauben und dann loslassen, geschehen lassen, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und die Besuche, die Kontakte soll so sein, wie du dich fühlst. Hör auf dein Gefühl, hör auf deine Intuition. Und lass es so geschehen. Komm zu Harmonie. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. So ähnlich wie bei den ersten Karten, hier sehen wir auch einen jungen Mann. Und er sammelt Lebenserfahrungen. Bei den ersten Karten war das Wasserelement. Und das hat mit seinen Gefühlen was zu tun. Und diesmal sehen wir die Feuerelement. Und damit muss er auch vertraut werden. Und dieser Feuerelement bedeutet Kraft, Mut, Begeisterung. Auch mal Nein sagen. Mir kommt das so vor, bei anderen traut er das nicht auszusprechen. Und dann ist wütend auf sich selbst eigentlich und dann kommst du und diese ganze Wut prahlt bei dir aus. Nimm das bitte nicht persönlich. Die Situation zwischen euch beiden wird besser sein. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir ein Dieb. Und bezüglich auf die anderen Karten, bezüglich auf deine Situation, hat das eine positive Aussage. Dieser Dieb vermittelt nämlich, dass die Spannung zwischen euch beiden, auch die Missverständnisse, geht zu Ende. Weil dieser Dieb entfernt das und dann ist es nicht mehr da. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir die Kinder, das verbindet euch auch, kommen die Kindheitserinnerungen, da ist eine gewisse Nostalgie dabei und wieder die Kelchen, die Gefühle. Und das ist stabil. Was die Kinder noch symbolisieren, das wäre ein Neuanfang. Liebe Lirien, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.